Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen an dieser ersten DINACON. Es freut mich sehr, dass wir jetzt quasi nach diesen zwei einführenden Referaten ein bisschen diskutieren können. Zuerst hier oben und nachher auch mit Ihnen. Ich darf mal gerne bitten, alle die Panel-Diskussionsteilnehmer, also wir haben hier Franz Grüter, wie gesagt, Co-Präsident der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Du darfst gerne nach vorne kommen. Genau, und dann darf ich ganz besonders begrüßen Katharina Nockum, Netzaktivistin aus Deutschland, extra angereist heute. Du bist eingesprungen für Kathi Ricklin, sie ist verhindert heute, aber wir haben somit eine sehr spannende Alternative, die wir heute kennenlernen werden können, direkt eben, wie gesagt, mit der deutschen Digitalpolitik vertraut. Wir werden nachher noch mehr hören von dir. Und jetzt möchte ich fragen, ich habe sie leider noch nicht gesehen, ist Silvi Reinhardt und Clara, sind sie auch da? Ah, das sind, seid ihr, genau, die Zürcherinnen sind da. Sehr gut, hallo, willkommen. Bernerin. Oh, die Bernerin, genau, hallo. Also, es wird hier zuerst mal ein herzlicher Applaus für das tolle Panel. Ihr entschuldigt, wenn wir da ein bisschen spontan sind. Wir haben ja hier ein tolles Panel hier vorhanden, aber wir werden trotzdem jetzt austauschen können. Ich darf euch mal das Mikrofon geben, vielleicht dir mal zum Anfang. Und ich nehme noch meine Notizen und dann würde ich sagen, können wir schon mal loslegen. Wir haben gehört im ersten Referat von Bibi Blekemolen, dass eben Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist in der Tech-Industrie, wahrscheinlich ein Anliegen, das eben gerade bei den Grünen sicher schon länger auf dem Tapet ist. Und da werden wir jetzt dann einsteigen, diese Diskussion von den großen Themen immer mehr dann auch zu den konkreten politischen Themen einsteigen. Und zuerst möchte ich aber trotzdem noch ganz kurz eben die Leute vorstellen, die da sind. Franz Grüter, wie gesagt, Unternehmer und Co-Präsident von Paradigi. Sag doch schnell zwei Worte zu dir und warum du da bist heute. Ja, danke Matthias. Ja, ich bin eigentlich nicht nur Nationalrat, das ist fast mein Nebenjob. Ich leite seit vielen Jahren, bin ich Chef von green.ch, ein großes Internet- und Telekommunikationsunternehmen, im Kanton Aargau beheimatet. Wir haben in den letzten Jahren fast 200 Millionen Franken investiert in den Bau von Hochsicherheitsrechenzentren, sind einer der führenden Anbieter und haben Firmen aus der Schweiz, aber vor allem auch wirklich aus der ganzen Welt, die ihre IT-Systeme physisch, also ich habe Sachkapital, Balthasar, physisch ihre Daten in die Schweiz bringen und wir beherbergen sie und versuchen hier eine hohe Verfügbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Also primär Unternehmer und bin dort Verwaltungsratspräsident. Super, vielen Dank für die kurze Einführung. Als nächstes darf ich Katharina Nockum vorstellen. Sie ist, wie gesagt, aus Deutschland angereist, kann uns einen Einblick geben, was da so läuft. Und sag doch noch ein paar Worte zu dir. Wie bist du mit der Digitalpolitik vertraut? Ja, herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, weil wie der Zufall es wollte, habe ich vor 2-3 Wochen zusammen mit der Free Software Foundation eine Kampagne für mehr freie Software in der öffentlichen Verwaltung in Europa organisiert. Und von daher auch nochmal meinerseits ein ganz großer Appell an mehr digitale Nachhaltigkeit. Ja, das brauchen wir. Und uns hat auch ganz persönlich nochmal gefreut, dass unseren Aufruf nicht nur mehr als 85 Organisationen und mehr als 12.000 Menschen unterstützen, sondern auch Edward Snowden tatsächlich sich öffentlich geäußert hat, ja, wir brauchen mehr freie Software, vor allem in der öffentlichen Verwaltung, weil das die kritische Infrastruktur des Staates der Zukunft sein wird und wir da eben sicher sein müssen, dass Geheimdienste keine heimlichen Hintertüren einbauen. Und dein Hintergrund, eben du bist schon lange in der deutschen Digitalpolitik tätig, kannst du dazu noch kurz was sagen? Ja, also ich war sehr umtriebig in den letzten Jahren. Angefangen hat es mit dem Engagement gegen die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland um das Jahr 2006 rum. Dann war ich bei der Verbraucherzentrale Bundesverband im Bereich aktiv, also in der Abteilung, die auch Facebook und Google abmahnt. Zu so einem Angebot sagt man dann auch nicht nein. Und dann war ich politische Geschäftsführerin der Piratenpartei, habe anschließend bei Campact, einer größeren Bürgerrechts- oder Bürgerplattform in Deutschland, alle Kampagnen zu Thema Datenschutz
Datenschutz und Digitalisierung geleitet und schreibe momentan eine Kolumne für das Handelsblatt. Super, vielen Dank, dass du da bist. Als nächste Teilnehmerin dieses Panels darf ich Silvi Reinhardt vorstellen, oder beziehungsweise darf sie gerne einladen, dich einladen, dass du da kurz was zu dir sagst als Unternehmerin hier. Ja, sehr gerne. Ich habe einen unternehmerischen Background. Ich arbeite seit 15 Jahren im Bereich digitale Innovation und habe 3 Startups da auch mit aufgebaut. Das erste war im Bereich IT-Security, viel auch mit Open-Source-Software. Das zweite die Lyft Conference, die vielleicht ein paar von euch kennen. Und nun bin ich bei Crystal Partner, habe verschiedene Einsätze in Verwaltungsräten, unter anderem auch bei der Republik und beim Haus der elektronischen Künste und der HED in Genf. Und ich finde das einfach ein sehr spannendes Thema, diese digitale Innovation und die Öffnung. Und ich freue mich sehr, dass es diese DINACON jetzt gibt, zu diesem Thema auch. Sehr schön, wir freuen uns auch. Sehr schön. Und eine dritte Frau auf dem Panel, Clara Vuillemien, dass du ein paar Worte zu dir sagst. Du bist hier wahrscheinlich die Jüngste, aber auch eine der Umtriebigen in der Schweiz, so wie ich gehört habe. Ja, also ich bin auch Unternehmerin seit einem Jahr oder so mit der Republik. Ich bin dort zuständig für alles Technische. Ich weiß nicht genau, weshalb ich jetzt immer zu so Panels eingeladen werde. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass Medien und Internet interessant ist und vielleicht auch, dass wir mit einer relativ großen Selbstverständlichkeit gesagt haben, dass wir die IT-Entwicklung bei der Republik selber machen und das auch relativ selbstverständlich auf Open-Source-Technologien aufbauen und wieder Open-Source veröffentlichen wollen. Und ja, insofern, aber ich bin auch ein bisschen der Techie auf der Bühne. Ja. Sehr cool. Toll, dass du da bist. Ich denke, wir haben ein sehr spannendes Panel zusammengestellt und legen wir jetzt doch gleich los mit den inhaltlichen Themen. Ich habe mir beim Referat von Balthasar überlegt, du hast gesagt, eben dieser neue Plattformkapitalismus, ist das eine Erfindung von dir, dieser Begriff, oder kann man den auch irgendwo nachlesen? Oder? Ich finde den wirklich sehr spannend zu überlegen. Also, wie soll ich sagen, die meisten Gedanken, die man äußert, haben andere auch schon gehabt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es steht schon in einem der älteren Bücher und meistgelesenen. Nein, mir ging es einfach darum, wir haben eine Arbeitsgruppe Digitalisierung, Netzpolitik bei den Grünen und wir haben uns da relativ intensiv mal in 2 Sitzungen mit der Sharing Economy befasst und haben dann versucht, dieses ganze Begriffsfeld etwas aufzudröseln und sind dann darauf gekommen, dass man das eben, dass es ein sehr täuschender Begriff ist, der für einen Teil der Aktivitäten absolut stimmt. Also auch nach dem Motto Sharing is Caring, das vermute ich auch über unserer DINACON heute stehen könnte, aber dass sehr viel eben gar nicht mehr damit zu tun hat oder nur noch die Marketing-Erinnerung an Anfänge ist. Und es geht eben darum, wirklich ganze Märkte nicht mehr national, sondern weltweit zu monopolisieren. Und ich finde, müsste es um die Rettung des Kapitalismus gehen. Also wenn man den Kapitalismus retten will, dann muss man Google zerschlagen, dann muss man Facebook nicht nationalisieren, sondern internationalisieren, also verstaatlichen oder vergesellschaften, nicht verstaatlichen, vergesellschaften. Jeder, der dort ein Konto hat, sollte für das, dass er an Wert beiträgt, eine Aktie kriegen. Also so müsste man mit diesen Gütern umgehen, dass sie wieder zu Gemeingütern werden. Das ist super. Du hast uns ein richtiges, pfeffriges Anfangsvotum gegeben. Was hast du gesagt? Dem Verstaatlichen und Zerschlagen. Franz Grüter, was sagst du zu diesen Worten? Genau, einfach so als Unternehmer. Ja gut, ihr habt jetzt in der Einleitung Balthasar versucht, unsere gemeinsamen Punkte, die Überschneidungen aufzuzeigen. Man hat mich ja gebeten, hier auch ein wenig provokativ zu sein. Also ich glaube, so wie Balthasar ein wenig ein digitaler Kommunist ist, so bin ich wahrscheinlich der digitale Kapitalist. Aber um auf den Begriff Nachhaltigkeit zurückzukommen, oder? Ich interpretiere natürlich im Begriff Nachhaltigkeit auch, dass das, was die digitale Entwicklung uns bringt,
uns auch nachhaltig erfolgreich macht. Das heißt, dass wir Arbeitsplätze schaffen, dass Investitionen im Land passieren, dass wir nachhaltig etwas schaffen, das vielleicht in der Industrie 4.0 Fabriken waren. Für mich jetzt in meinem Geschäftsfeld sind eben die Fabriken der Industrie 4.0 sind eben in meinem Fall Rechenzentren. Und dort bin ich der Meinung, trage ich einen anderen Anteil bei im Sinne der Nachhaltigkeit. Ich verteufle das überhaupt nicht. Ich bin genauso ein Freund auch von der Open-Source-Thematik, aber deswegen Unternehmungen, die Geld investieren, Unternehmungen, die Arbeitsplätze schaffen, irgendwie zu verteufeln, da bin ich dann natürlich definitiv nicht mehr zu haben. Gut, also da haben wir schon mal die Auslegeordnung. Silvi, du bist selber, wie gesagt, auch Unternehmerin. Wie siehst du das? So Nachhaltigkeit, dein Verständnis und jetzt diese neue Netzwerkökonomie. Was ist so deine Wahrnehmung? Also ich finde, ich sehe auch vor allem die vielen Chancen und ich finde gerade im Bereich Daten, neue digitale Rohstoffe, neue Gemeinschaftsgüter, finde ich, gibt es eine sehr spannende Chance. Wenn man jetzt sieht, wieso die Innovationsstrategien der Firmen, weil eben ich fokussiere halt auch ein bisschen auf den wirtschaftlichen Teil, da gab es eine sehr spannende Entwicklung. Vor 10 Jahren begann man so mit Open Innovation. Man merkte dann, dass man sich öffnen muss, um ein bisschen mehr auch Ideen von außen reinzuholen. Und das hat sich jetzt weiterentwickelt, auch mit so Open Data. Aktionen, wo man mit Hackathons zum Beispiel als Organisation Daten rausgibt und dann die Community einlädt, mitzuarbeiten. Ich finde diese kollaborative Innovation wirklich sehr spannend. Und ich habe schon den Eindruck, dass wenn wir uns jetzt auf die wirtschaftliche Seite auch etwas konzentrieren, dass man dort einen sehr großen Impact generieren kann, oder? Ich hoffe einfach, dass gerade diese digitale Rohstoffe, das finde ich, ist ein sensibles Thema natürlich, diese Daten, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, für Organisationen gibt es da spannende Chancen und da laufen jetzt auch Untersuchungen. Die ÖPFL macht gerade eine Studie, eben also das Management Technology College rund um Professor Tucci, wo sie eben schauen, ist das positiv für Firmen, Daten zu teilen? Bringt das etwas oder ist das gefährlich? Und ich bin ehrlich gesagt einfach sehr gespannt, was dabei herauskommen wird. Sehr spannend, ja. Du hast klar gesagt, ihr wollt Software teilen von der Republik, dass ihr dann das weitergeben wollt. Warum macht ihr sowas? Ja, also die erste Frage ist immer, warum nicht? die einzige Antwort oder die einzige Gegenfrage, die man stellen könnte, wäre ja, weil ihr vielleicht damit Geld verdienen könntet, wenn ihr diese Software verkaufen würdet. Jetzt sind wir ja kein Softwareunternehmen, sondern ein Medienunternehmen und wir machen Software selbst nicht, weil uns langweilig wäre, nur Journalismus zu machen, sondern weil das einfach zusammengehört. Wir versuchen, ein sehr gutes Produkt zu machen, das im Internet lebt. Wir brauchen dieses technische Know-how einfach in-house. Wir können nicht sagen, wir lagern das aus, stellen ein paar Journalistinnen und Journalisten an, die schreiben schöne Geschichten und irgendeine Agentur oder eine Plattform oder was auch immer übernimmt für uns sowohl die Darstellung, also die Form dieses Inhalts, wie auch die Distribution. Also wir mussten, also im Sinne von einem guten Entwickler eines guten Produktes mussten wir das irgendwie sagen, wir machen das selbst und wir kümmern uns selber darum. Und, aber die Software, die wir schreiben, wir könnten die schon verkaufen, aber das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Es macht für uns viel mehr Sinn zu sagen, die ist öffentlich, wenn es jemanden interessiert, können diese Leute diese anschauen. Ich glaube, jetzt in unserem Fall ist der erste Gewinn, den wir damit für andere, der erste Benefit, den wir anderen geben können, ist das davon lernen. Wenn man an Open Source denkt, denkt man immer an diese großen Open Source Projekte. Die sind sehr wichtig, aber es gibt auch ganz, ganz, ganz viele kleine Dinge, die Open Source sind. Ich selber beim Entwickeln profitiere extrem von ganz, ganz vielen kleinen Dingen. Ich habe eine ganz kleine Funktion. Ich habe keine Lust, die selber zu schreiben. Ich könnte es machen. Kannst du ein Beispiel so? Ja, keine Ahnung. Ich habe einen Baum von Daten und ich möchte das jetzt irgendwie sortieren. Ich könnte jetzt diese Funktion in dieser Sprache JavaScript, sagen wir, selber schreiben. Habe ich aber einen Tag. Aber ich kann das nehmen, weil jemand anders das schon veröffentlicht hat.
macht mich einfach extrem viel schneller. Und auch, also das eine ist das Nehmen von kleinen Dingen, das andere ist das Anschauen, wie haben andere es gemacht. Also jetzt, wir würden extrem davon profitieren, wenn gewisse andere Medienunternehmen ihre Software Open Source zur Verfügung stellen würden. Nicht mal, um die Software zu verwenden, sondern um sie anzugucken. Okay, und, ja. Sehr spannende Aspekte, eben auch in diesem Konzept der digitalen Nachhaltigkeit, ja, diese transparenten Strukturen. Jetzt in Deutschland, eben, du hast du dich engagiert bei der Free Software Foundation Europe für genau so eine Kampagne, wo propagiert, Behörden sollen freigeben, Software freigeben. Wie ist das gelaufen? Sind alle super happy? Machen die jetzt da, stellen alles Zeug auf GitHub oder wie läuft das so in Deutschland? Ja, also wenn ich mal gut träume und gut schlafe, dann wäre das tatsächlich immer so in meinem Traum. Wir sind da noch weit von entfernt. Also die Schweiz ist tatsächlich in dem Bereich viel weiter als Deutschland. Das muss man einfach sagen. Wie meinst du das? Ja, in Deutschland gibt es einzelne Behörden, die Software als freie Software veröffentlichen. Wenn man sich mal anguckt, was für Institutionen das vor allem machen, ist es vor allem im wissenschaftlichen Bereich. Gerade für, also Institutionen, die viel mit Physik oder Geologie zu tun haben, machen das sehr gerne, alle anderen eher ungern. Also es gibt beispielsweise eine Software für Steuererklärungen in Deutschland. Schwierig. Und wobei man aber sagen muss, dass wir momentan ich da so ein Window of Opportunity sehe, dass sich da etwas ändern sollte. Also wie gesagt, wir haben mit der Free Software Foundation kurz vor der Bundestagswahl diese große Kampagne gestartet, auch mit Unterstützung von Edward Snowden. Und in Deutschland gab es nämlich eine sehr spannende Debatte kurz vor der Bundestagswahl. Und zwar gibt es eine Wahlauswertungssoftware. Das ist Software, die dazu benutzt wird, um von den einzelnen Regionen die Stimmen aus den einzelnen Wahllokalen zusammenzuzählen am Wahltag und das weiterzugeben. Und der Chaos Computer Club, die größte freundliche Hackerorganisation in Deutschland, hat sich das mal angeguckt und hat festgestellt, so, das ist so ein bisschen Software aus dem letzten Jahrhundert. Interessanterweise macht das auch, glaube ich, seit 10 Jahren ein einziger Mensch programmiert das. Die Software ist nicht frei. Es ist auch ein bisschen antik gewesen. Also das Gegenteil von digital nachhaltig. Also weder nachhaltig noch wirklich, sage ich mal, innovativ modern. Und das Problem, da waren wirklich eklatante Sicherheitslücken. Man muss sich mal vorstellen, weil am Wahltag dann plötzlich eine Zahl publik wird und sich hinterher herausstellt, die ist manipuliert. Massiver Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit. Und der Chaos Computer Club hat daraufhin das veröffentlicht, gesagt, bitte repariert das, das ist wirklich gefährlich. Und haben dazu noch sogar freie Software, also eine Anleitung veröffentlicht, wie man das halt reparieren kann. Ne? Und das Ganze hätte man einfach verhindern können, indem man sagt, wir machen von Anfang an, achten wir darauf, dass gerade die kritische Infrastruktur, dass die freie Software sein muss. Also ein anderes Beispiel in Deutschland oder in Europa allgemein gab es einen Fall, dass im letzten Jahr publik wurde, dass Videoüberwachungssysteme, die in Hochsicherheitsbereichen eingesetzt werden, also in Deutschland war es die Bundesbank, die das eingesetzt hat, da war eine Geheimdiensthintertür drin. Das hat der Spiegel aufgedeckt. Und das darf natürlich nicht passieren. Und da dürfen wir uns eben nicht auf Expertenmeinungen Dritter vertrauen. Da müssen wir unsere eigenen Experten dran setzen können. Sonst geht's nicht. Super, ja, das sind, denke ich, sehr anschauliche Beispiele, was gerade in der öffentlichen Verwaltung entsprechend wichtig wäre, freizugeben. Ich habe mir jetzt 1000 Fragen aufgeschrieben und noch viele weitere Ideen. Ich möchte aber auch von diesem tollen Publikum hier etwas profitieren, weil hier sitzen ja auch ganz viele smarte Leute und würde in dem Sinn einfach mal jetzt vorschlagen, wir machen mal eine offene Runde. Wer hätte da eine Frage, einen Kommentar an die Panelistinnen und Panelisten? Guten Morgen miteinander. Eine Frage hauptsächlich an Politiker. Die Bisshemmung, die bezüglich Regulierung von Google, Facebook etc. herrscht, was ist die Motivation dahinter? Historisch haben wir Bell Labs, Bell zerschlagen, wir haben IBM reguliert, die ganze Telekommunikationsbranche ist stark reguliert worden. Und ohne das würde zum Beispiel das Geschäft von Franz gar nicht gehen. Und plötzlich, 30 Jahre später, ist das alles vergessen. Sehr gut, gute Frage.
Frage. Also, die muss Franz beantworten. Ich würde sie anders beantworten. Ja gut, also zuerst mal sind ja diese sehr großen Unternehmungen sind ja auch relativ neu. Also ich meine, wenn ich an Google denke, ich habe kürzlich mit Urs Hölzle gesprochen, Schweizer, weltweit, glaube ich, Mitarbeiter Nummer 5 bei Google. Er hat Ende 90er Jahre zu fünft in Kalifornien mit den Gründern zusammen gestartet. Und ich meine, diese Unternehmungen gibt es noch nicht 30 Jahre wie die alten Telekom-Firmen, die man in Teile aufgesplittet hat in den USA und hier eigentlich nicht oder nie. Und ich meine, jetzt muss man trotzdem sehen, ich meine, wirtschaftlich, wenn ich jetzt das Beispiel Google nehme, muss ich natürlich sagen, jetzt werden weitere 1000 Stellen geschaffen in Zürich, sind mittlerweile, glaube ich, 3000 Mitarbeiter. Wenn ich sehe, was diese Leute, was diese auch diese Mitarbeiter machen, was für in Kooperation auch mit Universitäten, was die der Gesellschaft meiner Meinung nach bringen, dann glaube ich, bringen die uns mehr als dass sie bringen würden, wenn wir sie zerschlagen würden. Und deshalb, glaube ich, bringt das der Gesellschaft sehr viel und wir sollten Sorge dazu tragen und überlegen, was wir machen können. Nur noch ein Wort. Ich habe in der Politik keine andere Sorge. Oder? Die Sorge, die ich habe, ist, dass weil eben Digitalisierung so ein Hype ist, wie das Alec Graffenried richtig gesagt hat, jetzt äußern sich alle dazu. Und was wir haben, ist, wir haben eine neue Form von Protektionismus. Angestammte Unternehmungen, die 20, 30, 40, 50 Jahre ihr Business betrieben haben, werden zum Teil durch disruptive Technologien bedroht. Es existiert möglicherweise sogar die Gefahr, dass sie nicht mehr im Geschäft bleiben können. Die fordern jetzt, Johann Schneider-Ammann hat gesagt, wie viele Briefe er jede Woche bekommt von den verschiedensten Branchen, von Unternehmungen, die Verbote verlangen für irgendwelche neue Unternehmungen, die innovative Dienstleistungen anbieten. Booking, die Kleiderindustrie jammert, sie verlieren Milliarden an irgendwelche Zalandos und so weiter, die Hotelindustrie, die Taxiindustrie und ich meine, dort sage ich jetzt Ihnen, ist der Politiker, die meisten, jetzt nicht diese Leute, die hier sind, aber die meisten Politiker, denen ist dann der lokale Taxiunternehmer, der lokale Hotelier viel näher. Und das hat auch jetzt dazu geführt, dass wir ausländische Casinos blockieren, der Schrei nach Sperren, Netzsperren. Wir haben das erste Mal Netzsperren beschlossen. Das macht mir viel mehr Sorgen als eine Überlegung, Grosskonzerne zu zerschlagen. Gut, also das ist eine spannende Diskussion. Ich würde gerne, also wir können gerne noch mal darauf einsteigen, auch nachher von dir auch noch hören, wie ist es in Deutschland, gibt es da für protektionistische Strömungen? Aber vielleicht wolltest du noch was zur Zerschlagung sagen. Genau, zum Thema Zerschlagung wollte ich tatsächlich noch was sagen. Und zwar denke ich schon, dass wir, also ich finde das genau richtig, genau so, das mit dem Telefonmarkt zu vergleichen und zu sagen, wir haben in anderen Bereichen gesehen, die unsichtbare Hand des Marktes regelt nicht alles. Es gibt Marktversagen, es gibt intransparente Märkte, es gibt Informationsasymmetrien noch und nöcher und in diesen Bereichen muss eben der Staat dafür sorgen, dass ein Markt oder ein Marktsetting abgesteckt wird, wo eben Markt stattfinden kann und auch zu einem besseren Ergebnis führt. Und tatsächlich ist es so, dass im Bereich der sozialen Netzwerke Netzwerkeffekte unglaublich mächtig sind. Also der Erfinder des Protokolls für E-Mail-Anhänge hatte einmal gesagt, wenn die E-Mail heute erfunden worden wäre, ja, dann hätte das ein Unternehmen gemacht, das die Idee dahinter monopolisiert, das Protokoll patentgeschützt. Und dann gibt es nur einen de facto E-Mail-Anbieter auf der Welt. Und genau das ist mit sozialen Netzwerken passiert. Es ist wichtig, sich immer vor Augen zu halten, dass die Geschichte auch hätte anders verlaufen können. Wir haben einfach Pech gehabt, auf gut Deutsch gesagt. Und sich dann damit abzufinden, halte ich nicht für die richtige Lösung. Anderes Beispiel im Bereich, also Google ist ja jetzt, hat ein anderes Geschäftskonzept. Da geht es eben um den Abbau der Ressource Daten aus dem Objekt Mensch, was ich auch einen schwierigen Ansatz finde. Ja, ich bin keine Kobaltabbaumine. Und
Daten sind auch kein normales Gut. Also die Liebesbriefe eines Politikers an seine Frau, die sind doch keine normale Ware, ja, auch eines normalen Menschen. Und bei Google ist es aber so, dass mittlerweile so große Datenmengen bei großen Konzernen dahinter stehen, dass wir mit dem ganzen Bereich Machine Learning, ja, da einfach eine Monopolstellung haben, die sich in die nächste Stufe der Digitalisierung fortpflanzen wird. Das heißt, die Unternehmen, die es jetzt schaffen, eine große Datenbasis zu aggregieren, mit der sie beispielsweise Sprachprogramme optimieren können, die werden die nächste Stufe der Digitalisierung für sich monopolisieren. Und das halte ich für massiv gefährlich. Also ich sehe, das ist wirklich ein spannendes Spannungsverhältnis zwischen diesem Potenzial, dieser Netzwerkeffekte und eben auch der negativen Seite von dieser Münze. Von dem her spannend. Vielen Dank auch für deine Einblicke. Jetzt habe ich da hinten ein Handzeichen gesehen. Weitere Fragen aus dem Publikum? Okay, André Goli, opendata.ch. Zuallererst, bevor ich meine Frage stelle, ein ganz herzlichen Dank und Kompliment an dich, Matthias, und das DINACON und PALDIGI-Team für diese wundervolle Veranstaltung und auch die Unterstützung, die wir als Open Data Bewegung der Schweiz erhalten. Wir sind ja einige Male erwähnt worden und wir haben, denke ich, einiges erreicht. Und ich bin sehr froh, dass wir Teil von dieser Bewegung und dieser Veranstaltung auch sind. Jetzt, das war das Nette am Anfang, jetzt kommt das weniger Nette natürlich und dann die Frage. Es ist ein Riesenprogramm und es wird einfach schwindlig. Alex von Grafendien hat das eingangs bereits erwähnt. Und ich muss aber sagen, ein Thema fehlt. Ein Thema fehlt auch bei diesen Logos. Und ich denke, das gehört auf das Programm. Es gibt ja dann eine DINACON 2018 oder 2019 und so weiter. Und das ist das Thema My Data, meine Daten. Ich finde, ich habe das nirgends gefunden und ich denke, das ist ein ganz zentrales Thema, wenn nicht überhaupt das zentrale Thema für die digitale Nachhaltigkeit. Was ich mit meinen Daten machen kann, habe ich Zugang zu meinen Daten, kann ich darüber verfügen, kann ich an deren Verwertung partizipieren, ihr kennt das Thema. Das hat mir auf der Liste gefehlt. Es gibt auch, vielleicht habe ich es übersehen, keinen Workshop dazu. Und jetzt die Frage, oder? Weil wir wollen ja Fragen stellen und eben, es wird noch ein bisschen ekliger. Wir haben, das geht, die Frage geht vor allem an die Kollegen Parlamentarier, hallo Franz, hallo Balthasar, aber auch an die Frauen natürlich, aber ihr seid direkt davon betroffen. Wir haben die Datenschutzgesetzrevision jetzt dann, oder? Kommt ins Parlament. Und das ist Anlass für die Frage, wie steht es mit der persönlichen, mit der individuellen digitalen Selbstbestimmung? Anknüpfungspunkt, es gibt die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die kennen Sie sicher alle bereits, die wird am nächsten Mai in Kraft gesetzt und da gibt es diesen Artikel 20, Datenportabilität. Und diese Datenportabilität, ihr kennt das mit Sicherheit, gibt mir das Recht, in einem gewissen Rahmen über meine Daten zu verfügen. In der Datenschutzgesetzrevision ist das in der Schweizer Datenschutzgesetzrevision völlig ausgeblendet worden, bewusst auch. Ich bin damit überhaupt nicht einverstanden, finde, das gehört zu oberst oder vielleicht sogar mit einem Gesetz rein, das Recht auf meine eigenen Daten. Eure Meinung? Also wenn man die großen Monopole nicht zerschlagen will, es gibt offenbar Leute, die das noch nicht eingesehen haben, dann ist die einzige Möglichkeit, hier quasi die Machtbalance zu ändern, die, dass man totale Datenportabilität, ein Recht auf Kopie, und zwar maschinenlesbar, live, direkt auf alle meine Daten, die ich irgendwo habe, einführt. Weil dann kann die Facebook-Konkurrenz, die ich vorher beschrieben habe, irgendjemand, der das programmiert, neu aufschaltet, der kann dann nachher ein Interface bauen, wo ich den Mehrwert der Daten herausnehmen und in eine neue Umgebung bringen kann. Es könnte sogar, ich weiß, da teilen wir vermutlich den Traum, es könnte dann eine Umgebung sein, die nicht von Millionären zur Verfügung gestellt wird, sondern von einer Genossenschaft, die sagt, ja, Netzwerkeffekte sind toll, aber die sollen allen zu Nutzen kommen. Und deshalb braucht es das, genau gleich wie es ein Koppelungsverbot braucht. Das heißt, ich muss das Recht haben, dass ich auch mit Geld statt
mit Cobalt, also mit meinen eigenen Daten, bezahlen darf. Clara, ihr habt ja euer Geschäftsmodell bei der Republik ist ja jetzt nicht Werbung, so wie bei Google. Also es wäre auch noch eine andere Alternative, Geld zu verdienen anstelle mit den Daten von anderen. Kannst du da kurz was dazu sagen? Ja, also wir haben ja auch ein ganz anderes Produkt als Google. Ich weiß nicht, inwiefern das vergleichbar ist. Also für uns, das Werbegeschäft ist nicht lukrativ genug, unter anderem, weil es dort eine extreme Monopolbildung gibt, also wegen Google und Facebook und so weiter. Wir könnten uns mit Werbung wahrscheinlich nie finanzieren. Und weil Werbung halt auch extrem an der Glaubwürdigkeit frisst und auch extrem immer die Unabhängigkeit kompromittiert, haben wir uns natürlich gesagt, ja komm, also dann lassen wir es doch ganz sein. Das ist viel schlauer. Und wir verkaufen ein Produkt, das ist Journalismus, direkt an die Leute, die uns mit Geld bezahlen. Die Daten interessieren uns nicht. Aber es ist auch einfach, das zu sagen als Republik, weil wir haben auch nicht viele interessante Daten. Noch nicht, oder? Ja. Gut, ja, also ich finde es auch spannend, eben, dass sich diese Monopolisierung der gewissen Tätigkeiten eben auch wieder kreative Ideen, Alternativen schafft. Und das finde ich auch positiv in dem Sinn. Franz, du uns noch was sagen? Also kannst du auch meines brauchen. Ja. Also nur kurz noch, André Gollier, wir tauschen uns ja sehr oft aus. Das ist jetzt wieder eine gemeinsame Schnittmenge zu meinem Kollegen Balthasar. Also das Stichwort Daten, ich nenne es Datensouveränität. Die Datensouveränität, dort sehe ich natürlich nicht nur ein Recht, das zu haben, sondern dort sehe ich eben wieder sehr viele neue Geschäftsmöglichkeiten. Es gibt sehr innovative Unternehmungen, die wiederum in der Lage sind, wenn ich über meine Daten souverän verfügen kann, die auch wieder anderen zur Verfügung stellen kann, damit wieder neue Dienstleistungen anzubieten, mit interessanten, mit einem Nutzen auch für den Konsumenten. Aber jetzt sind wir wirklich, ich muss dir das sagen, im Datenschutzgesetz, wenn wir das jetzt reingebracht haben, das sind wirklich visionäre Ansätze. Ich glaube, hier müssen wir noch viel Aufklärungsarbeit leisten, Leute davon überzeugen. Wenn wir das jetzt eingebaut hätten, das hätte... Also ich glaube, dann hätten wir in 10 Jahren keine Datenschutzgesetzrevision, glaube ich. Aber vielleicht bin ich da zu pessimistisch. Gut, ja, das ist ja eine spannende Diskussion in Deutschland. In der EU ist das ja schon lange das Fuder geladen, aber in dem Sinn, oder der Mist gekehrt, sagen wir, glaube ich. Wir haben jetzt noch Zeit für eine Frage. Ja, ich weiß, wir haben ganz viele Hände. Ich bin ein bisschen unentschieden. Ich gebe sie mal dem Adrian Gschwend, weil er ist einer der treuen Mitarbeiter in dieser DINACON. Vielen Dank. Vielleicht eine kleine Kritik noch am Gärtli-Denken in der Schweiz. Ich weiß, dass vor etwas über 10 Jahren haben ein paar Swisscom-Mitarbeiter probiert, ein Social Network zu pushen. Und die Idee war eigentlich sehr gut. Sie haben gesagt, wir kriegen das als Swisscom nie hier hin. Wir machen das mit europäischen Carrier zusammen. Der spanische Große, wer ist das nochmal? Telefonica, genau, war dabei und so. Und das kam dann nicht zustande. Und die Diskussionen, die waren wirklich typisch. Ich sehe die seit 10 Jahren immer wieder. Ja, aber wenn wir das machen, dann sind wir ja nicht der Monopolist am Schluss. Ich will nicht, dass dann Salt auch dabei ist, damals noch Orange. Ich habe genau die gleichen Diskussionen heute im öffentlichen Verkehrsbereich, wenn es darum geht, Daten zu öffnen. SBB macht das, Bärmobil macht das. Sie sagen dann, ja, aber das sind meine Daten, nicht deine Daten, du darfst nicht das machen damit. Ich denke, wir müssen echt erkennen, dass wir in die Situation kommen, was dann eben Bookings.coms gibt, die dann 30% Kommission kriegen, weil wir es als öffentliche Unternehmen verpennt haben, quasi die Schritte selber zu machen. Und das wird nur klappen, wenn wir eben dieses Gärtli-Denken verlassen und erkennen, dass wir den Netzwerkeffekt nur gemeinsam erreichen und es nicht sein wird, dass die SBB dann der Monopolist sein wird im Transport bereitstellen, sondern alle zusammen. Und egal was, ich glaube, das müssen wir mehr fördern hier. Vielen Dank für dein Statement. Kurze Replik von Balthasar. Nicht Replik, sondern Double Down on this. Ich denke, umso mehr gilt das dann noch für die öffentlichen Verwaltungen, oder? Also dort finde ich, nicht nur wegen dem Sicherheitsaspekt, da verstehe ich es nicht, jetzt spricht auch noch meine kleine Seele als OneGov-Präsident, es kann doch nicht sein, dass öffentliche Haushalte, alle Gemeinden,
die kaufen an 100 verschiedenen Orten irgendwelche geschlossene Software ein, statt dass sie sich zusammentun, wie das einige Kantone jetzt schon tun, wie wir sie dazu bewegen konnten, sagen, okay, wir machen gemeinsam eine Geschäftsverwaltung, wir bauen das auf, wir profitieren voneinander. Und das muss doch möglich sein, zumindest im öffentlichen Bereich, dass deine Swisscom da noch sagt, okay, ich habe jetzt neu, bin ich jetzt Marktteilnehmerin, wenn auch mit 51% Bundesbeteiligung, ist ja eine Sache. Aber die Gemeinden, die stehen ja nicht in Konkurrenz zueinander. Die Kantone, die stehen nicht, also mindestens, was jetzt diese Lösungen anbelangt. Die haben ihre Kunden, nämlich die Bürgerinnen und Bürger ihres Gebiets. Also weshalb die nicht sich zusammentun und sagen, eben OneGov, das reicht, weil es ist am Schluss besser für alle, wenn man zusammenspannt. Das verstehe ich noch viel weniger. Sehr gut, spannendes Votum aus Deutschland. Was sagst du dazu? Ja, ich würde da gerne noch ergänzen. Absolutes Plus dahinter. Ich habe gestern noch mal mit einem Freund vom Fraunhofer-Institut telefoniert. Der sitzt gerade in Tallinn und soll sich da angucken, wie in Estland, warum Estland eigentlich so weit ist bei der Digitalisierung, digitalen Nachhaltigkeit. Und der meinte, naja, schlicht einfach, das ist ein Geldgrund hier gewesen. Man hat einfach erkannt, dass man so unglaublich viele Synergien nutzt, wenn man statt eine Software fünfmal zu entwickeln, sie einmal entwickelt und dann die anderen vier suchen dann nach Fehler und verbessern. Ja, da kriegt man am Ende ein viel besseres Produkt raus. Es gibt ein interessantes Beispiel für eine freie Software, die international eingesetzt wird. Das ist Fix My Street, das ist eine App, die wurde in Großbritannien entwickelt. Damit kann man so Fotos machen von Schlaglöchern, die man findet, und das wird dann zentral gemeldet, sodass ein Ordnungsamt sehen kann oder das Straßenverkehrsamt sehen kann, okay, hier müssen wir was tun. Und das wird mittlerweile in gut einem Dutzend Länder eingesetzt, unter anderem in ein paar afrikanischen Ländern. Ja? Und davon profitieren alle, weil jeder diese Software weiterentwickelt und sagt, so, ich habe noch ein Feature für etwas gebaut, das ist ein Sonderfall in meinem Land. Und ja, also diese Geldeinsparung, das ist aus meiner Sicht auch eine unglaubliche Verschwendung. Ne? Und das muss man einfach sehen, dass unser Steuergeld eigentlich auch besser eingesetzt werden könnte, viel effizienter, sodass alle davon profitieren. Und als jemand, der in Nichtregierungsorganisationen arbeitet und engagiert ist, muss ich natürlich sagen, das wäre ein unglaublicher Mehrwert, wenn man die Technologien, die man auch für das Organisieren von Staatlichkeit verwendet, auch Nichtregierungsorganisationen zur Verfügung stellt und sagt, könnt ihr was damit anfangen? Könnt ihr dadurch eure Arbeit effizienter strukturieren? Das wäre ein riesiger Gewinn für die Gesellschaft. Dass diese Kooperation quasi auch unterstützt wird, aktiv. Definitiv. Ja, ich denke, das ist doch ein spannendes Schlusswort, weil, wie gesagt, wir uns langsam schon am Ende befinden von dieser Diskussionsrunde. Diese vielen Hände, oder die ich noch gesehen habe, zeigen ja eigentlich, dass wir dringend eine DINACON 2018 brauchen und zumindest eine Pause, wo wir uns in der Pause etwas verpflegen können. Das ist jetzt dann gleich soweit. Ich darf jetzt an dieser Stelle mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr gekommen seid, von weit her zum Teil, und wir haben noch ein kleines Geschenk für euch. Genau, und if I could ask Bibi Lekamolin to come back onto the stage and if Alec is still here as well, because we have a little thank you for all of our speakers from the morning. Danke dir auch. Das ist ein Berner Bär, ein Mandelbär. So eine Spezialität aus Bern. It's a specialty from Bern. Man sagt ihm auch Mutz, genau. Genau, Mutz. Wenn ihr in Bern seid, das erste Mal oder so, dann könnt ihr uns noch unseren schönen Bärengraben, also jetzt heißt es Bärenpark, noch besichtigen. Da laufen diese Mutze herum, genau. Also, vielen Dank und einen herzlichen Applaus an das Podium.